X-Band ist ein Pokémon mit den Typen Gift und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die zweite und letzte Entwicklungsstufe von Zubat und Golbat. X-Band ist ein etwa menschengroßes, flugfähiges und fledermausartiges Pokémon. Mit Ausnahme der Flughaut seiner Flügel ist es von hellvioletter Farbe. Im oberen Drittel des ovalen Torsos ist das Gesicht zu erkennen, das unter anderem aus zwei Augen mit gelber Lederhaut und kleinen runden und roten Pupillen besteht und zusätzlich ein dreieckiges Maul mit nach unten hängenden Mundwinkeln und weißen Zähnen. Am oberen Teil des Kopfes hat das Pokémon zwei spitze Ohren. X-Band besitzt insgesamt vier Flügel. An den oberen größeren Flügeln befinden sich etwa in der Mitte zwei kleine Finger. Bei diesem Flügelpaar ist die türkisfarbene Flughaut sichtbar. Ein kleines Stück unter den oberen Flügeln ist das zweite, deutlich kleinere Flügelpaar angebracht, bei welchem die Flughaut nur von hinten zu sehen ist. Am untersten Teil des Torsos hat das Pokémon zwei kleine, krallenbewehrte Füßchen. Und abschließend in seiner Shiny-Form ist X-Band hellrosa gefärbt. Die vorderen Flügel haben bei der Flughaut eine olivgrüne Farbe und die bei den hinteren Flügeln oben mit der entsprechenden Flügelhaut auch vorhanden ist. X-Band prägt durch seine Entwicklung ein zweites Flügelpaar aus, im Streben danach noch schneller und leiser zu fliegen. Seine zwei Flügelpaare verleihen ihm besonders kunstfertiges, schnelles und zudem besonders geräuschloses Fliegen. Es kann dadurch vielfältige Flugattacken wie Flügelschlag, Luftschnitt, Windschnitt oder Akrobatik erlernen. Einige Exemplare verfügen über die versteckte Fähigkeit Schwebe durch und nutzen hierbei ihre lautlosen und geschickten Flugfähigkeiten dazu aus, gegnerische Schilde zu umgehen. X-Band ist dafür bekannt, ahnungslosen Opfern mit seinen Zähnen das Blut auszusaugen. Attacken wie Absorber bis Giftzahn und vor allem Blutsauger machen sich sein kräftiges Gebiss zunutze. Die Schallwellen, die zur Orientierung ausstößt, finden sich in Kreideschrei, Superschall oder Konfusstrahl wieder. Die meisten X-Band können mittels der Fähigkeit Konzentrator in Kämpfen nicht zurückschrecken. X-Band ist wie seine Vorstufen ein nachtaktives, lichtscheues Pokémon. Im Gegensatz zu diesen ist es in freier Wildbahn besonders selten anzutreffen, dann meist in dunklen Höhlen wie der Finalhöhle in Alola. Es orientiert sich mittels Schallwellen im Fluge. Es kann so leise fliegen, dass seine Jagdbeute es oft erst bemerkt, wenn es sich bereits in ihr verbissen hat und ihr das Blut über seine kräftigen Zähne aussaugt. Die Beine von Golbat entwickeln sich zu einem zweiten Flügelpaar, wenn es sich zu X-Band entwickelt. Zwar verfügt X-Band durch dieses über kunstfertige Flugfähigkeit, jedoch hat es mit seinen kümmerlichen Füßchen Probleme bei der Landung und kann sich am Boden nur noch mittels Kriechbewegung fortbewegen. Es ruht sich aus, indem es sich mit dem hinteren Flügelpaar an Ästen festhält. Gelegentlich lassen sich X-Band beobachten, welche nur ein Flügelpaar im Flug nutzen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sie bereits eine lange Flugstrecke hinter sich haben. Dann wechseln sich die Flügelpaare oft ab, um das jeweils andere ausruhen zu lassen. Und so kann es einen ganzen Tag ohne Pause fliegen. X-Band ist ein Pokémon Stufe 2, welches sich aus Golbat entwickeln kann, das sich wiederum aus Zubat entwickelt. Im Laufe seiner Entwicklungen prägt es zunächst Augen und Füße, später auch ein zweites Flügelpaar aus und nimmt an Größe und Gewicht zu. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Zubat zu Golbat beim Erreichen von mindestens Level 22 ausgelöst und die Entwicklung zu X-Band, wenn Golbat mit hoher Freundschaft einen Levelaufstieg erfährt. Mit seinen beiden Typen ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt ein Viertel Schaden gegen Pflanzen-, Kampf- und Käferattacken, halben Schaden gegen Gift- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis-, Psycho- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.